Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Ja, hallo. Wir haben zu Beginn nochmal eine kleine Korrektur erhalten bezüglich der Tablets, die wir in der letzten Woche erwähnt hatten. Nämlich, dass die bereits ab Klasse 7 genutzt werden dürfen mittlerweile. Mein Stand war Klasse 8. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Und hiermit haben wir es berichtigt. Und wir grüßen auch Frau Hofmann, die unseren Podcast mit 3 Schritte, wie man Kunst abbildet, kommentiert hat. Was auch ein sehr schöner Folgentitel gewesen wäre. Aber ja, wir grüßen Frau Hofmann. Ja, und ich entschuldige mich nicht für meine Aussage. Also, man kann Kunst abwählen, aber natürlich die, welche es sehr gut finden, können es ruhig behalten. Ja, und so das Thema für diese Folge ist Homeschooling, weil das wird auch gewünscht. Und ja, ich glaube, wir werden jetzt vielleicht erst mit euch erzählen, wie es für uns letztes Jahr war. Vor einem Jahr hat das alles angefangen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Und ja, magst du mich zu Anfang? Ja, damals der 13.03.2020, ein Freitag, morgens noch eine Deutschklausur geschrieben und im Laufe dieses Tages wurde dann das Gerücht, dass die Schulen geschlossen werden sollen, ja relativ publik. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch noch dran erinnern könnt. Ja, Mathe, letzte Stunde vor der Klausur, noch schön rumgealbert, ja werden wir ja eh nicht schreiben und dann eine Stunde später hieß es dann, die Schulen bleiben dicht. Klang natürlich erstmal für einen Vor- und Oberstufenschüler total genial, weil man sich dachte, boah, Ferien auf unbestimmte Zeit, finde ich super. Ja, war dann ja doch ein bisschen anders. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir reden, glaube ich, gleich auch nochmal über unsere letzten, in Anführungsstrichen, normalen Tage nach dem Lockdown. Und wie hast du auf den Lockdown und die Schulschließung denn reagiert? Ja, also ich erinnere mich noch ganz gut an den Tag. Wie du sagst, wir haben erst schon noch eine Deutschklausur geschrieben. Und dann, also man hat schon davor die Tage gehört, Schulen schließen. Ich so, haha, Schulen schließen. Das klang für mich so absurd irgendwie, weil wann schließt man die Schulen? So, warum? Und ich habe das ähnlich ernst genommen. Ich so, wenn überhaupt Schulen geschlossen werden, dann locker nach der Mathe-Klausur, weil wir müssten dann, es war Freitag, am Dienstag, sollten wir Mathe schreiben. Und dann sind alle so, ja, wir sollen denn auch überhaupt Unterricht haben, weil Classroom und so, weil was Neues, das kam ja zum Schuljahr erst. Und man hat es ja noch nicht so genutzt. Ein paar Lehrer haben da schon ein Classroom gemacht, da vielleicht mal besucht haben. Es war ja nicht so gang und gäbe, wie wir es jetzt haben. Und dann dachte ich so, ja, da kriegt man denn Aufgaben? Ey, ja, gar nicht. Ich dann irgendwann so zu einer Freundin, ja, wir haben ja noch den Classroom. Und das war, deswegen war ich nicht so überrascht, dass wir da Aufgaben kommen. Aber ich so, da kann man ja Aufgaben reinstellen. Die so, ach, als ob die das machen. Und dann war man da so. Und dann Freitag hieß es, ja, Merkel schließt die Schulen oder so. Und dann ich so, hä, nie im Leben, Leute. Und so Mathelehrerin auch so, ja, was denkt ihr, schreiben wir Dienstag die Klausur? Also sie so, ich glaube eher, dass wir nächste Woche Freitag die Schulen geschlossen werden. Ich so, ey, die Schulen werden gar nicht geschlossen. Ja, dann ist man so, es war jetzt schon eine Mathe, das weiß ich noch. Und einer so, schöne Corona-Ferien. Unsere Mathelehrerin hat uns ein bisschen ausgelacht. Ja, und dann ist man so nach Hause, man hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht sehen wir uns, vielleicht nicht. Und dann bist du zu Hause, verfolgst die Nachrichten, die Stufengruppe wurde zugespammt. Weil jeder so, hier ein Foto, hier, der Typ redet da, wie heißt er denn? Laschet, jetzt können wir den Namen nicht mehr vergessen. Unser neuer Bundeskanzler. Hoffentlich nicht. Und dann war das da so. Und dann hieß es, die Schulen schließen. Ich so, was? Und dann, das wirkt so surreal, wenn man da jetzt drüber redet. Ja, ich so, hä? Damals Inzidenzwert 20 Schulen dicht, heute so, ach, Inzidenz unter 200, ja, ja, geht mal weiter. Ja, ja. Macht mal. Präsenzunterricht und so. Und dann, ich so, meine Mutter, geil, jetzt haben wir so Ferien, so 5 Wochen. Schön. Ja, es waren alles andere als Ferien. Also, aber der letzte Tag, wir hatten noch Klausuren. Ich so, hä? Es kommt noch. Vorher hatte ich doch geschafft, eine mögliche Prüfung zu haben und so. Ich so, hey, wie kriegen wir uns hin? Und das war so ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, ob ihr euch an euren letzten Tag erinnert. Ich schon. Max auch. Ich weiß ja noch, dass ich dann Nachhilfe gegeben habe an dem Tag. Und da wurde dann in der Nachhilfestunde ganz begeistert reagiert. Geil, Ferien. Und dann habe ich mir bei Classroom mal beigebracht, wie man Nachhilfe auf Distanz gibt. Das war auch ziemlich lustig. War eine relativ lustige und neue Situation, wo ich mir dann auch nach einer Woche dachte, scheiße, das ist ein schlechter Dauerzustand. Und wenn man dann zu Hause sitzt mit der Familie auf Dauer, ist es auch anstrengender, als man denkt. Vor allem, wenn man arbeiten soll. Wir kommen ja gerade schon direkt zum Homeschooling. Ich überlege, was mit meiner Familie war. Also meine Mutter ist Altenpflegerin, das heißt, sie musste trotzdem arbeiten gehen. Mein Vater ist dann auch arbeiten gegangen. Also man war, bei mir zu Hause war es jetzt nicht zu, also meine Schwester wohnt auch gar nicht bei uns, war jetzt nicht zu voll. Und wir haben uns nicht mehr gestritten als sonst, sondern gleich viel. Also, das ist auch gut. Aber wo es vielleicht mal Streit gab, wenn man, also generell finde ich Corona ist kein schönes Thema. So, wenn da so verschiedene Ansichten aufkommen, dann merkst du so, ah, in deiner Familie, du hast so eine Sicht.
wo bin ich hier eigentlich? So, und dann, ja, aber beim Homeschooling, als man dann montags die erste Aufgabe bekommen hat, war man ein bisschen baff. Also ich so, hey, ich muss jetzt wirklich Aufgaben machen. Ich dachte jetzt, man hat auch gar nicht so einen Stoff verpasst und so gedacht und so. Und plötzlich war die erste Aufgabe, ich so, okay, bis wann? Bis nächste Woche geht ja. Auf einmal kriegst du im nächsten Fach eine Aufgabe. Auf einmal hast du 10 neue Classrooms. Und dann hat man, dann haben noch die Lehrer damals gesagt, ja, das geht alles eure Noten ein, das ist gleich viel wichtig. Auf einmal kriegst du am Ende schon das, erfährst du so die paar, so ein, zwei Monate vorher, ja, wir können das gar nicht einfließen lassen, maximal nur positiv. Und denkst dir so, deswegen habe ich mich gestresst, deswegen saß ich hier. Und ich meine, ich habe natürlich Aufgaben gemacht, um mitzukommen mit dem Stoff, aber es war viel zu viel, viel zu durcheinander. Mal zu viel, also viel zu großer Umfang, bei sehr vielen Fächern viel zu großer Umfang, manchmal zu wenig Zeit, manchmal genug Zeit, gar keine Videokonferenz. Ich hatte in Mathe ein paar Mal, einmal in Pädagogik, und dann hat man es dann noch nicht so wie jetzt gemacht, dass man es dann Stundenplan geht, sondern irgendwie, ja, 11 Uhr, passt, ach, du hast einen Arzttermin, ja, Pech, so, oh, so ungefähr. Und dann saß man da so, war verwirrt in dieser Videokonferenz, der ersten Mathe-Konferenz hat gar nichts funktioniert, absolut schlecht, also Ton und so. Und dann, ja, also willst du irgendwas dazu sagen zum Anfang? Ja, bei mir war es, glaube ich, relativ gegenteilig. Also meine EF, wie ich ja schon im ersten Podcast gesagt habe, war eh mehr, ich sitze in irgendwelchen Ecken der Schule, trinke meinen Kaffee und gucke Netflix, anstatt ich habe Unterricht. Ja, wenn man so Max auf Instagram abonniert hat und folgt, dann gehst du aus dem Unterricht raus, hast Schulstoß, gehst du auf Insta, ne? Gehst du auf die Story, hast dann ein Foto vom Gang und sagte, schöner Bababa-Unterricht, so, wisst ihr, von wegen, ich habe... Schöner war eh der Tag, an dem ich nach Düsseldorf gefahren bin, zwischen Geschichte und Musik, das war das Jahreshighlight. Das sind Dinge, über die wir nicht mehr reden, unserem Freundeskreis. Ansonsten bringt Verena mich irgendwann um. Nein, nicht so extrem, aber es ist so... Oder schiebt mich in den anderen Bio-Kurs. Wenn Max in der EF mit seinen Freistunden ankam, deswegen ärgere ich jetzt mit meinem Montag, weil ich habe ja nur 3-4 Stunden und dann vielleicht mal Sport. Erzähl mir mehr. Erzähl dir, ja, gerne. ihr merkt, wie viel das ist. Nein, back to the topic. Ja, ich war montags total happy, keine Aufgaben mehr gehabt, zum Flughafen gefahren, wegen einem Rückholflug damals vom Fotografieren. Ich fahre mittags nach Hause und sehe so, so und so möchte dich zu diesem Klassen zufügen, so und so will ich dazu hinzustellen. So, was? Aufgaben? Nein, nein. Und dann am nächsten Tag zu Hause gesessen, die Aufgaben von mir gedacht, Alter, wie erkläre ich mir denn Bio, nachdem ich 2 Monate lang gar kein Bio habe, mal selbst? Ja, da habe ich dann Telegram-Lerngruppen entdeckt. Ich weiß nicht, ob das was für euch wäre, aber da sind so Lerngruppen, wo man so Selbsthilfe zur Selbsthilfe betreibt, was dann mal mehr oder mal weniger funktioniert hat. Verena meldet sich, deswegen darf Verena auch sprechen. Telegram, ich wollte nur sagen, bei Telegram verbindet man jetzt eher die Querdenker, aber eigentlich ist es ja eine ganz normale... Nein, wir sind keine Querdenker. So, wollte ich hier nur einschieben, weil jetzt hört man so, die Telegram-Gruppe mit Attila Hildmann oder sowas. Die Lerngruppe Deutsch mit Attila Hildmann. Geschichtsunterricht mit Attila Hildmann. Lerngruppe Geschichte. Okay, sorry, dass ich hier dich jetzt unterbrochen habe, Max, aber das... Politischer Humor, schön. Das kommt, bald ist die Bundestagswahl, Max, und wir führen den Podcast. Warum wird unser Land mit Laschet untergehen? Folge 1 von 10. Nein. Wir wollen hier auch keine Meinungsmache betreiben. Wir haben nur eine sehr, sehr politische Ader teilweise. Wir schicken uns auch gerne mal Heute-Show-Memes auf Instagram. Die Heute-Show ist ja eine Satire-Sendung. Ja, also wir machen es gerne darüber lustig. Das ist so unser Humor, mit der ganzen Situation umzugehen. Jetzt erzähl du weiter, Max. Sorry. Genau, und dann sitzt du da, machst die Aufgaben und da kommen 3 neue und du denkst dir so, ich habe doch nie Unterricht gehabt, was ist das? Aber es gab auch Lehrer, die waren sehr, sehr dankbar und haben am Tag des Lockdowns geschrieben, es gibt ab Montag Aufgaben und du hast dann erstmal 2 Monate lang in Ruhe gelassen, das gab es natürlich auch. Oder auch Lehrer, die im Classroom nichts hochgeladen haben, was der Grund ist, warum ich Geschichte abgewählt habe. Oh. Aber es war okay. Dann die ersten Videokonferenzen. Wir hatten ja dann in Englisch irgendwann mal eine, um den Film weiter zu gucken. Es ist damit geendet, dass sich unsere Lehrkraft selbst aus der Konferenz entfernt hat und nicht mehr wiederkam. Ja, das war alles eine ganz, ganz interessante Zeit, als das alles noch neu war. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, als das waren ja so 3 Wochen von Osterferien. Als man dann Ferien hatte, das waren so richtige Ferien. Du hattest, man konnte sich so richtig entspannen, weil die Wochen waren anstrengend. Man hat, also die Aufgaben haben wirklich bei uns, bei mir zumindest, voll lang gedauert. Ich dachte, so liegt es an mir, an den Aufgaben, aber andere meinten, so geht es denen ähnlich. Und dann
hast du manchmal mehr Aufgaben pro Woche bekommen. Und dann da musst du dir erstmal einen Überblick verschaffen, wann bis wann die Aufgabe ist. Damals habe ich mir auch die App dann runtergeladen, die ich in der letzten Folge angeschaut habe, To-Do-App. Und habe mir erstmal eine Liste gemacht und hingeschrieben, so, die habe ich dann Classroom genannt und so. Gesagt, okay, die Aufgabe ist dann Abgabe und so, was ich mir alles aufgeschrieben, weil ich sonst den Überblick gar nicht gefunden habe. Aber ich war ja damals schon mit meinem Tablet, so, das heißt, ich habe mir die Sachen zumindest runtergeladen, wenn ich es mir noch vorstelle, das alles ausdrucken zu gehen. Dann sitzt du mit so einem riesen Papierkram einfach und denkst dir so, ja, wo fange ich denn an? Oder zu welchem Punkt gehört das nochmal? Und ja, die Ferien habe ich dann jetzt sehr genossen und habe ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, als die Schule wieder losging, weil man diesen Stress nicht haben wollte einfach. Ja, also ich meine, ich hatte Videokonferenzen in Mathe so häufiger mal, aber dann war es mal zum Aufgabenbesprechen. Also, es hat nicht so top funktioniert. So, es war, ich meine... Nicht so optimal. Es hieß ja immer, es ist für die Lehrer was Neues und die Lehrerinnen, klar, für uns ja auch. So, und das, keiner wusste wahrscheinlich, wie er da rangehen soll, weil es wird jetzt nicht gerade beim Studium, glaube ich, beigebracht. Was mache ich in der Pandemie? Wie war das doch mit meinen ganzen schriftlichen Fächern? Da, wenn ihr das, um das zu verstehen, müsst ihr euch die erste Folge anhören. Ich glaube, ich werde nach dieser Folgenaufnahme aus meinem Biokurs geschmissen und in den anderen Biokurs abgeschoben. Ja, du hast ja deine Freistunde. Ich finde, da kannst du ruhig rein. Nee, Spaß, aber ja. Und hast du dazu noch, also hast du es? Also mein Arbeitsrhythmus war immer ganz interessant. Ich habe immer so bis 13 Uhr oder so geschlafen. Bin aufgewacht, habe zwei Aufgaben gemacht und war dann irgendwie so bis 4 Uhr morgens mit irgendwelchen Leuten am Schreiben und Reden. Das hat eine Woche funktioniert und danach habe ich gemerkt, oh, es gibt ja noch Fächer, wo du letzte Woche nichts hast. Da habe ich mir gedacht, ah, das ist kritisch. Und ja, dann pendelt sich nach 2-3 Wochen mal so ein Arbeitsrhythmus ein. Ich habe dann immer gehabt, dass ich alles so schnell wie möglich abarbeite und dann, wenn das Wetter gut ist, auch nochmal ein bisschen rausgehe, mit dem Fahrrad irgendwas mache oder auch mich mit im Rahmen der Kontaktbeschränkungen Corona-konform mit Leuten treffe und noch mal ein bisschen mein Sozialleben aufrechterhalte, was dann auch relativ gut funktioniert hat. Und ja, dann ging es ja auch irgendwann zurück zum Präsenzunterricht schon. Und das war ja dann auch ein Schritt, der sehr, sehr interessant war. Ich habe zwischendurch dann auch wieder angefangen, Nachhilfe nicht mehr per Videokonferenz, sondern in Präsenz zu geben. Das war auch komisch, das hat auch nicht allzu lange gehalten. Also es ist eine Umstellung, auch aus Lehrersicht. Ich habe ja auch über Classroom dann Aufgaben pro Woche verteilt in Englisch-Nachhilfe. Und ja, das war auch interessant, sich das mal selbst beizubringen. Ja, also das Ding ist, wir sind ja auch erst im Mai wieder zur Schule gegangen. Wir waren von allen Stufen die letzte, die wieder zur Schule gegangen ist. Das zeigt, dass die EF das allerwichtigste Schuljahr ist. Ach, eigentlich ist gar nichts so wichtig, muss man hier schon anmerken. Ja doch, die Q1 und die Q2. Ja, aber so 5 Klässler konnten vor uns in die Schule. Naja, egal. Auf jeden Fall. Beziehungsweise eine Gruppe ist ja auch erst im Juni gegangen, die B-Gruppe. Also, weil es war so, keine Ahnung, 29. oder so waren wir A und dann. 29.05. war das. Ja, bald ein Jahr her, ne? Und das ist wieder zur Schule. Krass. Ja, aber und dann ist man da wieder hingegangen und irgendwie hat es gar nichts gebracht. Also, wir haben nicht mal. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt gemacht haben. Ich hatte jedes Fach. Einmal auf jeden Fall, Kunst hatte ich einmal nur, Englisch vielleicht 2-3 Mal und dann hat es ja eh länger gedauert, weil der Lehrer oder die Lehrerin musste es ja nochmal mit einem anderen Kurs machen und dann, ach ja, das Schönste war, als wir waren im Homeschooling, müssen wir gleich sagen, wie wir uns organisiert haben, ja, Homeschooling, schon. Und plötzlich gehe ich in die Stufengruppe, ein Screenshot, ja, wir erfahren aus Düsseldorf, dass wir noch Klausuren schreiben sollen und da ist es allen, glaube ich, so das Kind so aufgegangen, quasi uns stand der Mund offen, wie wir sollen noch Klausuren schreiben, waren jetzt im Homeschooling die ganze Zeit. Ja, nähere Informationen kommen halt noch und dann waren wir alle ganz baff. Also wirklich, als wir das erfahren haben, also Q1 musste ja auch Klausuren schreiben, Q2 hat ja das Abi geschrieben, wie auch immer die es gemacht haben. Und keine Stufe musste Klausuren schreiben, außer die Oberstufe und das ist so lächerlich einfach. Und dann. Hallo Leute, ja, wir mussten kurz den Podcast unterbrechen, das tut uns leid, wir werden jetzt einfach weitermachen. Ich hoffe, das hört sich dann am Ende gut an und wenn wir ihn auch nochmal aufnehmen, kennen wir ja von der ersten Folge. Und wir grüßen euch aus dem Homeoffice, dürft euch eigentlich mittlerweile sehr bekannt sein. Corona ist ja immer noch eh und je präsent. Wir kratzen ja, wie es heute im Philosophieunterricht gesagt wurde, am Highscore von 200. Deswegen mussten wir auch wieder ins Homeoffice, weil wir in der Schule ja nicht allzu viel Zeit
haben, die wir für den Podcast nutzen können, was sehr schade ist, aber wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich haben wir bei den Klausuren im Präsenzunterricht nach dem ersten Lockdown aufgehört. Und Falsch, Max. nein, haben. Scheiße. Ja. Oder? Warte, wir haben über die Klausuren geredet, Ja, im Kontext generell. aber wir hatten ja, also wir hatten ja dann Wechselunterricht, nicht Wechselunterricht, doch quasi Wechselunterricht und wir sind ja am Ende mal wieder zur Schule gegangen. Dann vorher, also ein paar Wochen vorher oder einen Monat vorher irgendwie so informiert, dass wir ja Klausuren schreiben sollen und das, ich glaube, da sind wir stehen geblieben und das haben wir ja beide. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Max, aber vielen aus der Stufe, auch mir ging es so wie, hä, wir waren jetzt ganz zu Hause, wir sollen jetzt eine Klausur schreiben, worüber, in welchen Fächern. Und im Endeffekt haben wir ja in Mathe und Englisch noch eine Klausur geschrieben. Danke, NRW, das beweist wieder einmal, dass Klausuren vor Schüler gehen, vor Schüler und Schülerinnen. Und das sehen wir auch jetzt, aber das kommen wir ja gleich. Und ja, wir haben ja Mathe über das Thema geschrieben, was wir ja in Präsenz noch hatten, also nicht über Wahrscheinlichkeiten, dass wir ja im Digitalen angefangen haben. Ich habe dann später mal so andere Leute gefragt und manche haben auch mit Ableitungen auch erst im Digitalen angefangen, also für die hat es irgendwie keinen Unterschied gemacht. Auch schön. Und Englisch haben wir eigentlich quasi, wir hätten eigentlich eine mündliche Prüfung gehabt und wir haben dann quasi, wir hätten da so eine Szene aus dem Film beschreiben müssen, das haben wir dann quasi in Textform gemacht und noch ein Summary und die Klausuren waren auch verkürzter und sowas. Ja, unnötig. Wir finden, also okay, ich finde, das hätte nicht sein müssen. Mir tut auch die Q1-Leiter, die Klausuren geschrieben hat. Und interessant, das 5. bis 9. letztes Jahr, da hat es keinen interessiert. So, Die Stufe da war gab es einfach halt keinen Unterschied. irrelevant für alle. Ja, und dann mussten, also mir tat es für die Leute, die ihre so paar Fächer nicht schreiben konnten, um dann LKs zu wählen, sowas tat mir leid, aber Mathe und Englisch, du hast 10.000 Klausuren geschrieben, ne? Kann ich nicht nachvollziehen. Max, wie Ich siehst du habe, das? als ich von der Mathe-Klausur erfahren habe, mein Leben an mir vorbeiziehen sehen und habe mir gedacht, Scheiße, das kann nicht gut enden. Habe im Endeffekt die beste Mathe-Klausur meines Schuljahres geschrieben, war ganz okay. Aber generell so dieses Gefühl, du bist in der Pandemie und Schülerleben sind unwichtiger als eine Klausur. Das war so ein Gefühl, da habe ich mir auch gedacht, Guys, das ist nicht unbedingt das Ziel von Politik, wie ihr Jungwähler gewinnt. Und ich war da auch nicht wirklich begeistert von. Im Endeffekt, Englisch war okay, das war ja nur eine mündliche Prüfung in schriftlicher Form, das war mir ganz recht. Und Mathe war auch ans Homeschooling natürlich angelehnt, alles, das war machbar. Also, es hätte durchaus schlimmer kommen können, hätten wir dann zentrale Klausuren geschrieben. Das wäre, ich glaube, dann wäre vorbei gewesen. Das stimmt, also da sind wir natürlich froh, dass wir das nicht geschrieben haben und so, aber als du auf einmal gehört hast, das Klausuren schreiben, das war sehr komisch. Und wenn man, also wir kommen ja noch dazu, wie wir diesen Lockdown und so erlebt haben, aber um kurz dazu mal eine Brücke zu schlagen, wir haben ja jetzt auch Klausuren so geschrieben und man versteht es manchmal nicht, wie, ja, das. Die Sachen nicht machen, nicht zu viele Leute, Abstand, dann teilweise jetzt von OCW im Wechselunterricht und so. Aber 80 Leute in der Aula können Natürlich. sein. Und ich sag's mal so: Als wir in der EF die Klausuren, die zwei noch geschrieben haben, Tische waren mit einem viel größeren Abstand voneinander weg. Ich glaube, das waren wirklich 1,5 Meter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt 1,5 Meter haben. Und 1,5 Meter ist ja das Minimum. Also 2 Meter ist ja das Schönste quasi. Und ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist mit diesen paar Fenstern, die man da hat, und die noch diese, ja, diese elektronischen Fenster, die man in der Klausur die ganze Zeit hört, die so auf und zu gehen, ne? Weißt du, meine Max? Und dann manchmal sitzt du da, einer hat sich auch mal nach der Klausur erkältet, weil er im Durchzug die ganze Zeit saß. Schule 2020. Ja, unsere, damals unsere. Damals, also unsere Literaturlehrerinnen haben ja auch gesagt, als so, die haben so Desinfektionsmittel auf die Tische gesprüht nach Literatur und haben gesagt, ja, das so, Schule 2020 hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so mal unterrichten werde. Ne? Ich glaube, das können gerade alle Lehrer und Lehrerinnen teilen. Und keine Ahnung, du sitzt da jetzt mit 80 Leuten im Raum und das ist okay, aber du kannst dich nicht mit irgendeinem privat treffen oder so. Oder da sollst. Also können wir halt nicht nachvollziehen und wir haben es dann gut gemeistert, aber es war nicht nötig. Also wie wir finden, jetzt bei der EF ist eh alles anders Die als bei jetzige uns EF, ihr letztes tut Jahr. uns leid.
Ja, einerseits und andererseits, die müssen ja, haben ja jetzt im Dezember ja Klausuren geschrieben, aber das, was verschoben wurde, wurde ja im Januar nicht nachgeholt, weil NRW meinte, nur Abschlussklassen schreiben jetzt noch Prüfungen, wenn es welche gibt. Und ich war damals in Quarantäne. Ich war der Landesregierung sehr dankbar, dass ich meine drei Klausuren nachholen musste, wenn auch zwei davon in einer anderen Form und nicht in der Schule. Aber ich war natürlich sehr dankbar. Also wirklich, liebe Landesregierung, ihr enttäuscht gerade auf gar keinen Fall die jungen Menschen. Und wenn ich es mir glaube, und ich werde dieses Jahr 18 und ich darf zwar nicht wählen dieses Jahr, weil ich im November Geburtstag habe und die Immer Bundesliste noch vorher besser ist, als aber 14.09. Ein Tag zu jung für die ein. Kommunalwahl, ne? Da konnte ich Ich tatsächlich mit nicht. Mir hat teilnehmen, ein aber Tag gefehlt. Ne, 2 Tage haben mir gefehlt. liebe Landesregierung, wenn ihr wieder gewählt werdet, da bin ich schon volljährig und ihr verliert gerade Stimmen. Liebe Gebauer, ich kann deinen Namen nicht mehr hören. Gut, Ihren. Wir aber müssen genug freundlich gelästert. bleiben. Wir sind ein professioneller Podcast. Du musst Politiker siezen. Siezen? Ja, ich habe Rezo siezt hier auch nicht. Und Ihr merkt schon, diese Folge ist etwas sich. von Satire gepitcht, aber das darf ja auch nicht mehr sein. Ja, ich glaube, Max, das ist gewisser Ja. Frust. Also, wenn du wirklich im Homeoffice saßt und du warst auch irgendwie überfordert und hörst, du musst Klausuren schreiben und viele waren, hatten auch irgendwie Angst, weil man hat das Thema schon ein bisschen hinter sich, man hat schon mit neuem Thema, ist man eigentlich, man hätte ja die Klausur längst geschrieben und hätte dann mit Wahrscheinlichkeiten angefangen, im Mathe jetzt zum Beispiel. Und dann war das dann natürlich nicht und dann hatte man halt einfach Angst, so wie das jetzt wird. Und wir haben es gemeistert. Wir können stolz auf uns Nochmal sein. wollen wir das. Genau. Und dann, genau, dann kam ja jetzt, also Dann wir könnten kamen die was sagen zu EF. Sommerferien. Ach, wollen wir kurz vorher noch sagen, wie wir uns Ach so, organisiert ja. haben? Haben wir das überhaupt schon Im besprochen? Lockdown, ne? Also, Ja, genau, im ersten, aber auch ich vielleicht habe jetzt mich im in zweiten, allen wie reden. drei Lockdowns gleich organisiert. Also ich kann es generell sagen. Ich habe mir immer Anfang der Woche eine To-Do-Liste gemacht, mir aufgeschrieben, welches Fach, welche Aufgaben, bis wann sind die und die dann nach Lust und Laune oder Termin abgearbeitet. Wenn zum Beispiel Literatur für 2 Wochen war und ich mir wieder eine Szene ausdenken muss, dann war das meistens das, was ich zum Schluss gemacht habe, weil ich sehr ideenlos war. Aber wenn dann Englisch bis Freitag kommt und die Aufgabe sehr ansprechend war, dann habe ich das mit als erstes gemacht. Immer die Aufgaben, die Spaß gemacht haben, auch meine LKs, die habe ich immer super gerne gemacht. Und das ging auch schnell. Klingt ein bisschen Das ironisch soll nicht gerade. ironisch klingen. Das meine ich Okay. ernst. Das soll wirklich nicht ironisch klingen. LKs waren super im Distanzlernen. Und genau, in der EF haben wir auch kaum Videokonferenzen gehabt. Das war auch mir sehr recht damals, weil ich damals auch die Einstellung hatte, Videokonferenz oder mich irgendwo hinsetzen und arbeiten. Ich setze mich lieber irgendwo hin und habe meine Ruhe, bevor ich in einer Videokonferenz bin. Aber in der Q1 ging das auch mit den Videokonferenzen. Also es ist gar kein Problem gewesen. Ja, Quatsch, Ja, können ich wir hab's nur gleich. angeteasert. Aber sonst hattest du irgendwie Probleme, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, du hast ja erwähnt, dass du manchmal auch länger geschlafen hast und nachmittags erst die Aufgaben gemacht hast und so. Also fandest du das irgendwie problematisch, Das einzige wie ich das Problem gerade waren so. Lehrer, die nicht auf E-Mails reagiert haben. Ich sag nur der eine Ja, gut, Klausurzettel. das stimmt. Ja, gut. Also, wie es. Um das aus meiner Sicht. Das Ding ist, am besten ist es natürlich, wenn man wirklich vormittags anfängt, also nicht um 6 Uhr morgens aufsteht, aber 8, 9 aufsteht, frühstücken geht, sich fertig macht und sich an den Tisch setzt, ist wahrscheinlich das Beste. Aber ich möchte keine Reden schwingen, weil ich das nicht gemacht habe. So, ich weiß, es wäre das Beste gewesen, aber du hast halt keine Motivation. Also mein Motivationspegel ist eh klein. Gering, unten, irgendwie so. Und dann hast du diese Aufgaben, die noch so lange gedauert haben, und du wolltest sie halt einfach nicht machen. Und dann oft habe ich es dann erst nachmittags gemacht und saß dann bis abends dran oder so, was eben blöd war. Aber ich zum Beispiel, ich habe es eigentlich auch eingesehen, früher aufzustehen oder so. Und hätte man machen müssen, gerade in der EF, in der Q1, durch Videokonferenzen war man häufiger eh früher wach, wenn du in der zweiten Stunde oder auch mal in der ersten eine Videokonferenz hattest, dann, warst du halt wach. Und dann habe ich mich häufiger mal dann schon direkt nach der Videokonferenz in Aufgaben gesetzt und der Tag wirkt auf einmal viel länger. Auf einmal denkst du, oh, ich habe viel mehr Zeit. Oh, ich kann mir jetzt eine Pause gönnen, mache irgendwas anderes, setze mich dann daran, beende es. Und es war einfach ganz anders. Aber das Ding ist,
Ich habe das lang durchgezogen, weil eben die Motivation fehlt, diese Aufgaben zu machen, weil manche Aufgaben waren eigentlich nicht mehr schwer, aber sie waren langweilig. Und ich so, nee. Und manche Aufgaben waren schwer und dann, nee. Und dann kam Literatur, musste Szenen ausdenken und meine Kreativität reicht bis zum Strich, also ich weiß, wie man Strichmännchen zeichnet. Und das ist meine Da sind wir dann wieder Kreativität. bei Kunst in Wisst drei ihr? Schritten abwählen. Ich bin froh, wann ich jetzt so sauer ja, und dann ne, ist man da so. Aber ich habe damals ja mir die To-Do-App runtergeladen, habe da erstmal gesagt, okay, ich schreibe mir auf, was bis wann ist, mache mir die Ab das Abgabedatum und arbeite es auch ab. Wenn ich bis Mittwoch etwas abgeben muss, mache ich das auch als erstes, auch wenn ich nicht so viel Lust darauf habe. Besser als dann mittwochs da sitzen und sich zu denken, ich habe noch 2 Stunden bis zur Abgabe. So, ne? Also, so habe ich es funktioniert zu machen. Wenn natürlich alles bis Freitag ist, dann kannst du auch gerne damit anfangen, womit du mehr Lust hast, aber oder mit dem, was umfangreicher ist. So, dann habe ich mir das gemacht und einfach versucht, es abzuarbeiten. Und ich glaube, ich hatte gar keine richtige Struktur und kann auch keine großartigen Tipps geben. Falls wir wieder Homeschooling haben werden, dann werde ich versuchen, vormittags aufzustehen, dann um 10 Uhr oder so anzufangen. Klingt für mich halbwegs human. Naja, mittlerweile. Ja, über meinen nicht vorhandenen Tagesrhythmus brauchen wir nicht groß reden. Ich habe in der Regel mit Freunden abends auf Zoom bis teilweise 2, 3, 4 Uhr morgens rumgehangen, geschlafen. Und dann war es auch schon 12, 13 Uhr, als ich aufgewacht bin und dann mal vielleicht eine Aufgabe gemacht habe und dann das schöne Wetter, wenn es dann schön war, genutzt habe. Und ein bisschen, ich bin zum Beispiel mit dem Fahrrad mal nach Dortmund-Scharnhorst gefahren, einmal sogar bis Kamen zum Fotografieren, sportliche Zeiten. Ja, also was im Homeschooling auf jeden Fall das Wichtigste ist, ist irgendwie einen strukturierten Tagesablauf zu haben, weil das ist eine Todsünde, wenn ihr den nicht habt. Ja, aber das Ding ist, ich möchte jetzt so kein Moralapostel spielen, weil wir keine Auch nicht, aber Beispiele ich haben. möchte Das wäre niemandem wieder einen das Thema. Schlafmangel meiner Ausmaßes zumuten. Ja, also wirklich, ich meine, ich glaube, das ist ultra hart, wenn man sich auch denkt, boah, abends rede ich noch mit meinen Freunden, man zockt was oder so. Und das kann ich nachvollziehen. War bei uns allen nicht anders. Und ich glaube, das ist mit das Schwierigste. Und ich habe auch gar keine Lösung dafür, außer dass man sich dazu bringt, weil als ich zum Beispiel vormittags angefangen habe und dann mehr Zeit hat, konnte ich endlich mal nachmittags was anderes machen, weil sonst, wenn ich den Vormittag mit im Bett liegen und am Handy sein verbracht habe, ne, damit verbracht habe, dann habe ich halt den Nachmittag für Aufgaben gebraucht und dann war es das so. Und dann hatte ich ein Stückchen weit mehr Freizeit, aber ich muss sagen, mein Tag war sehr mit Aufgaben überfüllt. Ich weiß nicht, ob es mein Lehrer oder Lehrerin lag, keine Ahnung, so, ob in der EF oder Q1. Ne. Aber bevor wir jetzt über Q1 reden, jetzt wollen wir ein bisschen erzählen, wie es das war. Wir hatten wieder zum Unterricht zurückzukehren, also jetzt Ungewohnt zum war. Schuljahr. So. Ja, wir sind zur Schule zurückgekommen. Ihr kennt ja bestimmt diese tollen Wegmarkierungen auf dem Boden aus Kreppband, wofür wahrscheinlich dann relativ viel Budget für die Corona-Zeit geopfert wurde. Nein, Spaß beiseite. Ja, es war ungewohnt. Man hatte eine Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulhof, meine ich auch schon, oder? Ja, das ist auch das Witzige, als man jetzt zu diesem neuen Schuljahr. Also vorher konnte man die Masken ja im Unterricht abnehmen, außer man möchte, wollte es nicht. Und dann war es so, okay, Maskenpflicht überall. Ich erinnere mich nicht mehr daran, mich hat Max darauf hingewiesen, irgendwie kam es mir das Post, immer eine Maskenpflicht gehabt. Danke Deutschland, dass ihr so spät reagiert habt. Und dann hatten wir das, aber das Witzige war, das galt für ein paar Wochen. Und dann hat die Regierung gesagt, okay, überall, aber nicht im Unterricht, da müsst ihr nicht. Und das hat keiner Das verstanden. Also war natürlich, absolut die welche eh sinnlos. keinen Bock auf die Hust. Maske haben. Die eh keinen Bock auf die Maske haben, haben die halt dann abgenommen. Aber andere dachten sich so, warum soll ich im Flur, auf dem Gang, im Bus, auf dem Schulhof, was weiß ich, wo die Maske tragen, aber nicht im Unterricht, wo ich 60 Minuten mit 25 Leuten in einem Raum bin und dann neben mir noch jemand sitzt, hat halt keiner verstanden. Ich habe auch die meiste Zeit meine Maske angelassen, außer ich brauchte irgendwie gerade Luft so, weil ich das nicht eingesehen habe. Und dann ein paar Wochen später oder nach den Herbstferien irgendwie sowas. Auf einmal wieder Maskenpflicht und dauerhaft. Oh, Überraschung. So, Und in was den denkt man sich eigentlich Klausuren. dabei? Ah, das war später. Wir, in Klausuren konnte man die Masken auch abnehmen. Nochmal, wir sitzen mit 80 Leuten in der Aula. Wer kommt auf sowas? Und das war NRW. dann entweder nach den Herbstferien oder wann auch immer war es in den Klausuren. Natürlich war es dann vielleicht mal anstrengend, 3 Stunden lang in Deutsch LK die Maske aufzuhaben, aber es ist sinnvoll. So ganz ehrlich, Man es ist gewöhnt halt sich auch sinnvoll. dran. Und ja, und ich meine,
Ey, der im Krankenhaus oder die im Krankenhaus, die da eine Operation macht, sag auch nicht, ich nehme mal kurz meine Maske ab, ich kriege keine Luft und spucke den ganzen Bazillen in die offene Wunde der Person. Also, Leute, bitte. Und, aber, ja, und dann, gut, so viel dazu, erzähl weiter. Ja, die tollen Markierungen an denen sich keiner mehr hält, mir fallen die nicht mal mehr auf, die gehören zur Deko für mich irgendwie, weil wir laufen alle links, ne? Der Sinn. Ja, Max, Ja, erzähl dann weiter. hatte ich in Englisch eine Lehrkraft, die in der Risikogruppe war. Die war dann nicht da, was natürlich vor der Klausur der optimale Fall war. War natürlich kein Problem. Ah, Wir hatten Max. natürlich Vertretungskräfte. Aber auch das war ungewohnt, dass man dann in 2 Stunden Englisch 2 verschiedene Lehrkräfte hat, die nicht wirklich wussten, was genau sie mit uns machen sollen und was genau in der Klausur gefragt wurde. Und das war auch anstrengend. Dann sitzt du zu Hause vor Englisch und weiß nicht genau, was soll ich jetzt machen? Soll ich mir jetzt eine Analysis angucken? Soll ich mir eine Summary angucken? Doch eine Bildbeschreibung von der Szene? Das war herausfordernd, um es so zu formulieren. Das zur Masken, ich glaube, Max und ich haben ein bisschen gerade aneinander geredet. Das, was ich gerade erzählt habe, galt erst ab diesem Schuljahr und das, was Max Ja, erzählt, ich ist habe bei noch der zum EF letzten Schuljahr. weitergemacht. Hast du noch, wie war Genau. denn so Aber dein ich glaube. erster Wechselunterrichts-EF-Tag? Unnötig. Absolut unnötig. Ich kann dazu nichts sagen. Man saß da, die Lehrer waren auch so. Also natürlich, wenn man jetzt Klausuren geschrieben hat, hat man das wiederholt, aber es war jetzt ja nur in englischen Mathe. Ich weiß nicht mal, welcher Wochentag das ist. Also es war, ich weiß nicht, ob man den Dienstagplan hatte, Montagplan. Ich habe keine Ahnung. Aber die Lehrer waren auch so, ja, was bringt halt nichts. Aber das haben die uns nicht gesagt, aber das war deren, also so kam es rüber und ich möchte es gar nicht beschreiben, auch so unnötig. Also wirklich, dann auf einmal hatten wir Vertretungsunterricht. Also bitte, wir sind in der Oberstufe. Ich hatte nicht oft Vertretung. Ich Ich glaube erinnere mich einmal noch oder genau an diese so. eine Oder Stunde, die bei mir ausgefallen ist, als ein Plakat gelitten hat. Das war mein Highlight der gesamten Lockdown-Phase. wir gleiten echt hier vom Ja. Thema ab. Aber ihr müsst vorstellen, wir sind in der Schule, Mittwochsplan, Max sollte eigentlich ein gewisses Fach haben. So. Und ich so im Kopf, okay, ich habe jetzt mal eine Freistunde, weil die ist fest in meinem Ich dachte, okay, Stundenplan, dann. mache ich jetzt. Max hat Unterricht, andere haben gerade irgendwie Unterricht oder so. Und dann ich so, aber wer will sich, wenn es ausfällt? Ist ja schon häufiger mal passiert. So, ne? Plötzlich geht Max zum Vertretungsplan. Ich bin so meinen Gedanken, ich habe das ja nicht mitgeteilt. Er so, Baba fällt aus. Ich war durch. Ich so, warum habe ich das erwartet? Ich habe gerade daran gedacht. Und ich hatte, das war kein Kunstwerk, wir waren in so einem Museum und da sollte ich einfach mit Farbe rummalen, wollte ich hier wegschmeißen, so, dass ich einfach nur rummalen. Das war kein Gemälde oder so. Und dann habe ich das ein bisschen so, meine Emotionen daran rausgelassen. Und ich glaube, eine Person hat mich gesehen dabei, aber es war mir egal, weil ich muss das so. Entschuldigt die Unterbrechung. Durch meine Straße, in der eine Sackgasse ist, ist gerade ein DSW-Bus gefahren. Ja, das war schon Okay, lustig. auf jeden Fall. Ja, und das verbinden wir damit. Das war ganz witzig. Ihr Max hat wolltet sich ja auch sehr gelegentlich mal ausgelacht. Anekdoten hören, das bauen wir natürlich auch ein. Kleinere Geschichten. Ja, deswegen. Aber so viel zur EF eigentlich. So, jetzt. Ja, Max, wie fandest du, dass wir ab im Sommer, also das war voller Präsenzunterricht mit Maskenpflicht teilweise. So. Also die Infektionszahlen waren ja relativ gering. Ich weiß noch, dass ich im Sommer mit 10 Holländern zusammen auch an der Bahnstrecke stehen konnte. Also habe ich mir gedacht, jo, dann kannst du auch wieder in den Unterricht für euch normal gehen. Und habe mir da erstmal nicht so große Gedanken drüber gemacht. Die Pandemie war da ja schon in Anführungsstrichen halbwegs vorbei. Es war wieder alles relativ normal vom Empfinden her. Uff, uff, Die uff, Betonung uff, liegt dabei uff, sehr uff, stark auf ja. relativ. Es war zumindest damals sehr locker. Ja, dann, oh Wunder, Schule beginnt, die Zahlen gehen wieder hoch. Das war. Ich glaube, September ging es dann langsam wieder Richtung O. Und ich fand die Maskenpflicht auch eine der sinnvollsten Maßnahmen. Ich habe auch total unverschämt darauf reagiert, welches Genie in der Regierung sich dachte, die abzuschaffen. Wo ich mir dachte, Leute, wir haben eine Pandemie. Wir wollen hier nicht Versuchskaninchen sein. Wir wollen hier halbwegs sicheren Präsenzunterricht haben. Das hat ja auch nicht lange gehalten, Gott sei Dank. Und ja, also es war. An sich aber sehr sinnvoll, auch vor Nein, allem für uns als Q1, damit wir halbwegs Stoff fürs Abi kriegen, so viel Präsenzunterricht zu haben, das war schon ganz gut, wobei Online-Unterricht ja auch relativ gut funktioniert hat, aber da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. ja, also naja, ich meine,
Im September, einen Monat nachdem wir zurückgegangen sind, fingen an, die Zahlen anzusteigen, aber die Regierung hat ja gemeint, wir gehen nicht mehr in den Lockdown. Alles gut, dann wurde es halt nicht besser. Ne? Aber die haben ja, meiner Meinung nach, hätten wir uns früher ins Homeschooling schicken müssen, weil die haben uns ins Homeschooling geschickt, als wir 20.000 Neuinfektionen hatten. Da dachten sie auch so, ach, wird mal langsam Zeit, aber hey, ich war eh schon seit 3 Wochen in Quarantäne, war mir auch egal. Nein, war mir nicht egal, aber. Ja, es war so ungewohnt, weil du warst davor sehr lange halt im Digitalen und dann hattest du ein bisschen Präsenzunterricht in der EF und dann waren die Ferien und dann hast du wieder so normale Schule. Das war einfach ungewohnt. Man hat die Leute so gesehen, man war mit voller Kursstärke. Man hat jetzt auch neue Kurse, neue Lehrer, Lehrerinnen. Das war ungewohnt, aber natürlich, da digital so, die meisten finden natürlich Präsenz besser. Wir, glaube ich, auch, weil digital noch mal anstrengender ist. Kommt drauf an. Kommt aufs Fach Aber an. ja, okay. Also für mich persönlich war digital schwieriger und da ist natürlich Präsenz immer besser, auch wenn man auch gewisse Vorteile im Digitalen hat. Auf jeden Fall war man dann in der Schule und dann war es so, als wäre alles wieder normal im schulischen Sinne, nur mit Masken und so. Sport war ja dann, solange gutes Wetter war, und das war ja auch erstaunlich, sehr lange gutes Wetter draußen. So, ob einfach nur draußen ausreicht, weiß ich nicht. Man hätte da noch ein bisschen mehr auf Abstand achten müssen. Aber hängt ja jetzt von den Schülerinnen ab. Auf jeden Fall war es dann normal und dann hat man sich an die Q1 halt gewöhnt, ne? Und so. Und dann hat man Klausuren geschrieben. Das hat uns echt gewundert. Aber okay, da waren auch die Zahlen niedriger, wie Max gesagt hat. Okay, gut, dann war alles so im Schulischen so wie immer. Für mich Bis auf halt die zumindest. Für dich Maskenpflicht, auch? aber da hat man sich, na, ich bin ja relativ viel auch unterwegs gewesen im Sommer und da gewöhnt man sich nach einer Woche dran. Das war nicht tragisch. Vor allem, wenn man dann noch eine schöne Maske hatte, durch die man vernünftig Luft gekriegt hat. Ich hatte mir eine tolle Maske organisiert von einem Kollegen, der bei einem Nahverkehrsunternehmen arbeitet und die haben wirklich gute Masken gehabt und das war dann alles ganz entspannt und kein Problem. Ich wurde zwar schneller müde, was sich auf meine mündliche Beteiligung in einigen Fächern ausgewirkt hat, aber an sich war das machbar. Also ich habe da keine Ja, Probleme gehabt. und dann kam ja der Dezember und eine Woche vor den Ferien wurde ja dann die Schule geschlossen, zu spät. Und dann hat man ja auch die Ferien verlängert, also hat man ja erst später verlängert, deswegen auch einer unserer Brückentage raufging, der jetzt schon mal verlegt wurde. Und dann hat man Digitalunterricht gehabt ab da und dann wusste die Schule selber nicht, okay, ist jetzt eine Woche, weil Gebauer hat ja gemeint, ja, im Januar sind wir wieder in Präsenz da, Hat super ne, hat funktioniert, da hat super alles funktioniert. gewusst. Ich war auch im Januar in Präsenz in der Schule. We better don't talk about Ja. it. Und deswegen, da waren wir halt so zu Hause und also die Woche von Ferien war für mich persönlich sehr anstrengend, weil alle Aufgaben bis Freitag waren, oder Donnerstag oder Mittwoch, das wäre sehr anstrengend. Ich war froh. Also ich glaube, ich hatte da keine Videokonferenz oder nur eine. Nee, ich glaube, ich hatte keine. Ich weiß es nicht mehr, weil mit den Videokonferenzen hat dann erst nach den Ferien angefangen. Aber ich meine, jetzt unsere die Schule hat uns ja damals geschickt die Regeln für Lernen auf Distanz, dass man jetzt alles montags kriegen soll und auf jeden Fall bis Freitag Zeit hat oder der Lehrer verlängert. Wenn wir das jetzt nicht nur im Dezember beziehen, sondern jetzt, also wir als Q1 sind ja Ende Februar wieder zur Schule gegangen und davor war alles ja digital, wenn man es darauf bezieht. Bei mir persönlich haben sich nicht immer alle Lehrer daran gehalten, dass sie montags alles hochgeladen haben. Es kam auch mal später, also Dienstag oder so oder Mittwoch. War blöd so, weil das halt nicht so stand. Also uns wurde ja mehrmals ja geschickt, hey, das sind jetzt die Maßnahmen so, lest euch das bitte durch. Und dann fand ich es blöd, dass sich manche Lehrer, Lehrerinnen nicht daran gehalten haben. Oder quasi auf, also Donnerstags eine Aufgabe aufgegeben haben. Und dann sagen noch, es tut mir wirklich leid. Dann sagen halt manche Lehrer, Lehrerinnen, nächstes Wochenende, ruht euch mal davon aus, schiebt die Sachen nicht aufs Wochenende. Aber wenn ich halt so eine Aufgabe am Donnerstag, Freitag bekomme, dann heißt es, ich muss sie ja nicht am Wochenende machen. Ja, wann denn sonst, wenn sie bis Dienstag ist? So. Ich meine, ich könnte sie Montag machen, aber Montag kriege ich ja einfach andere Aufgaben wieder. Und dann ist es schon sinnvoll, das früher zu erledigen. Und das ist so. Wenn da stand montags bis freitags gibt es die Aufgaben, dann erwarte ich das auch. Und dann erwarte ich auch, dass ich mein Wochenende mein bisschen für mich genießen kann, besonders weil Lernen auf Distanz viel anstrengender ist. Und das war aber manchmal nicht so. Und fand ich echt blöd. So,
Wie war es bei dir? Kannst du das irgendwie teilen? Was anders? Teilweise, also bei mir, ich fand es in fast allen Fächern eigentlich relativ fair und vernünftig. Ich hatte jetzt in keinem Fach das Gefühl, dass da Lehrer den halben Lehrplan pro Woche machen, sondern eigentlich ganz angemessen. Nur es gab dann auch mal die Lehrer, die sagen, ich lade das hoch und dann wartest du 7 Tage auf die Aufgaben, um in der Videokonferenz dann zu sagen, yo, ich konnte die Aufgaben nicht machen, weil sie nicht im Classroom waren. Und dann kommt die Debatte, ihr hättet mich ja daran erinnern können und sowas, das ist dann halt auch nicht zielführend. Also im Generellen lief das Lernen auf Distanz relativ gut. Ich habe ja auch meine erste mündliche Prüfung in Italienisch online absolviert, was relativ gut war. Wir wurden da auch relativ gut drauf vorbereitet. Das war trotzdem natürlich komisch. Mein Vater war dann auch noch so toll und hat mitten in der Prüfung in meinem Forschungsbeitrag mir ein Paket hingestellt. Das war auch natürlich optimal. Ich weiß nicht, also wir schneiden hier auch gelegentlich mal Szenen raus, weil unsere Mitbewohner, Eltern, Familienmitglieder hier gerne teilhaben wollen durch sehr, sehr wichtige Fragen. Und das ist dann natürlich in der mündlichen Prüfung auch nicht gut, wenn du gerade konzentriert bist. Oh, musste ich vorstellen, ich musste Genua, ich weiß es gar nicht mehr, irgendeine Stadt in Italien vorstellen, irgendeine Sehenswürdigkeit, bin da am Labern und dann wirst du durch deinen Vater, der dir ein Paket vorbeibringt, abgelenkt. Das war mein Hauptproblem. Also mein Hauptproblem waren meine Mitmenschen, um es ganz trocken zu formulieren. Ja, das Ding ist, dass in diesem Erinnern, ich, ja, also zum Beispiel, wir hatten mal, also in einem Fach hat mal mein Lehrer eine Aufgabe hochgeladen, aber vergessen, was anzuhängen, aber er hat die Aufgabe hochgeladen, habe ich halt drunter kommentiert, hallo, Sie haben nichts angehangen und so, aber ich meine, zum Beispiel, wenn man wartet dann, bis die Aufgabe hochgeladen wird, zum Beispiel, wenn Max meint, okay, es hat jetzt eine Woche gedauert, er möchte dem Lehrer oder der Lehrerin jetzt auf die Pelle rücken. So, die werden es ja schon irgendwann machen. So, also mal später, die haben ja auch haben eine andere Videokonferenz, so, das ist alles gut. Aber diese Sätze, wie jetzt mich daran erinnern können, ist so irgendwie einzugestehen, ist also nicht möglich. So. Und ich meine, keine Ahnung, ich meine, wenn wir das sagen würden, wäre das halt nicht in Ordnung. So. Und die meiste Zeit haben wir auch, also. Meistens haben wir es ja auch daran erinnert und ja, keine Ahnung. Also dann, wir hatten ja auch häufiger Videokonferenzen, also viel, viel häufiger, als wir es in der EF hatten oder auch vor den Weihnachtsferien jetzt. Deutlich. Wie bitte? Deutlich häufiger. Ich weiß nicht, ob das durch die Fortbildung kam, die damals immer neu waren, aber plötzlich hatten wir viel mehr. Und eigentlich, teilweise was, es, also ich sag's mal so, Videokonferenzen sind gut, wenn man es dann nicht mit den Aufgaben übertreibt. Bei manchen Fächern hatte ich dann. Zum Beispiel in Mathe war es so, wir haben keine Aufgaben bekommen, dafür hatten wir immer, wenn wir Mathe hatten, eine Videokonferenz und haben dann wie normalen Unterricht gemacht. Das fand ich ganz gut. So, aber wenn du quasi natürlich, also manchmal wurden Videokonferenzen genutzt, um Aufgaben zu vergleichen, dann wurden halt keine Lösungen hochgeladen oder so, sondern halt das verglichen. So, was eigentlich auch ganz gut ist. Was ich halt manchmal nicht so gut fand, war, wenn ich zum Beispiel hatte ich einen Tag, da hatte ich freitags, hatte ich ihn mal jedes Fach als Videokonferenz, außer halt in der zweiten, weil da habe ich immer frei. Aber ich hatte jedes Fach und dann war ich halt den halben Tag am PC, an den Videokonferenzen, habe da mitgemacht und musste dann anschließend noch Aufgaben machen. In den Fächern und anderen Fächern und dann hattest du irgendwie voll wenig Zeit und ich war dann unter Zeitdruck und das fand ich ein bisschen blöd so, weil wenn man quasi, also es war anstrengend, so lange am PC zu sitzen, aber wenn ich mir vorstelle, man macht immer so Unterricht, wäre es Lernen auf Distanz angenehmer. Oder wenn man das so irgendwie abwechselnd macht. Aber naja, aber auf jeden Fall mit Videokonferenzen war es eigentlich schon wirklich gut, dass man die gemacht hat. Manche Lehrer haben es gut gemacht, Lehrerinnen, manche weniger. Aber ja, passiert dann. Alles in allem war es zufriedenstellend. Ja, also ich sag's mal so, Google-Kalender, wenn ich ihn bewerten müsste auf Google, würde ich einen von 5 Sternen geben. Weil er sollte anscheinend der Organisation dienen. Hat Der aber, Kalender war die Hölle. also ist, oder ist die Hölle. Das Ding ist, manchmal hier waren auf einmal irgendwelche Classrooms nicht dort drinne, Fächer, warum auch immer. Dann musst du irgendwie versuchen, das hinzuzufügen oder so. Oder, das Ding ist, man kriegt halt keine Benachrichtigung, wenn da einfach etwas eingetragen wird. Also zum Beispiel, ich habe nur Meet-Benachrichtigungen bekommen, wenn meine Lehrerin zum Beispiel in Französisch hat sie das durch Meet geplant. Und dann kriegt man auch eine Benachrichtigung. Aber so hat man keine Benachrichtigung. Dann entweder wusstest du nicht, ob das eine Konferenz stattfindet oder du hast auf den Link gewartet.
Aber der war eigentlich schon längst im Kalender. Oder er war im Kalender, aber dein Fach war nicht im Kalender drin. Warum auch immer, du wusstest nicht, wie du es lösen solltest. Und ich verstehe halt dann erstens nicht, warum man nicht einfach, man kann ja im Classroom den Link sozusagen so anpinnen, sozusagen. Warum man, also manche Lehrer haben das bei mir gemacht, Lehrerinnen, aber manche nicht. Und das war angenehmer, weil das war immer der Link. Und wenn er mal ablaufen soll, kann man ja einen neuen reinmachen und wird automatisch ersetzt. Und am besten natürlich ist, wenn dein Lehrer oder deine Lehrerin in der nächsten Konferenz sagt, wann eine Konferenz ist, oder in den Classroom das reinschreibt. Aber mit dem Google-Kalender, das war so ein Problem oder ist so ein Problem. Und generell finde ich die Videokonferenz bei mir manchmal kurzfristig angesagt. Das war, finde ich, blöd. Also ich hätte am liebsten am Anfang der Woche schon die ganzen Sachen erfahren, um mich dazu darauf vorbereiten zu können. Aber und genauso, was ein bisschen ein Problem beim Classroom war, ist, ich glaube, Lehrer und die Lehrerinnen und Lehrer wissen nicht, dass wenn die etwas hochladen und darunter nicht einen privaten Kommentar schreiben, sondern einfach einen Kurzkommentar, dass wir als Schüler, Schülerinnen keine Benachrichtigung bekommen. Und das ist so weit problematisch, weil manchmal haben bei Lehrer oder Lehrerin dort Konferenzen angekündigt und man hat es halt nicht mitbekommen oder dort irgendwas zu der Aufgabe dazu geschrieben. Und wir sollen natürlich mehrmals im Klassen nachgucken. Aber ich werde jetzt nicht durch alle Aufgaben gehen und gucken, hey, ist da ein Kurzkommentar? Natürlich gucke ich, ob ich neue Sachen habe, aber das war blöd. Oder wenn die Lehrer, Lehrerinnen das überarbeitet haben, dafür kriegen wir auch keine Benachrichtigung. Und die meisten, du hast dir das durchgelesen. Ich habe mir das Arbeitsblatt runtergeladen, habe es verarbeitet. Ich habe ja nicht nochmal danach geguckt. Und das finde ich blöd organisiert. Da kann man auch ruhig nochmal in den Klassen reinschreiben und eine Ankündigung machen. Finde ich besser. Und Google-Kalender fand ich jetzt nicht optimal. Ich weiß nicht, warum so viele Lehrer davon so begeistert waren. Keine Ahnung, ob das für die eine gute Organisation war. Für viele, für uns nicht. Ja. Kann ich mich genauso anschließen. Ja, dann sind wir ja auch irgendwann im Februar, Ende Februar, Anfang März. 22. Februar. 22. Februar, Dankeschön. Wieder in den Präsenzunterricht gegangen. Und das ist etwas, was ich nicht wirklich verstanden habe, weil ich den Sinn dahinter nicht gerafft habe. Ich habe Lehrer gehabt, die haben mit uns darüber auch geredet. Die haben gesagt, dass man im digitalen Lernen mehr schafft, dass es eigentlich kontraproduktiv bezüglich der Infektionszahlen ist. Und da haben sie auch vollkommen recht. Ich meine, ich verstehe den Gedanken, dass man vielleicht fünfte oder sechste etc. in Präsenz schickt. Aber wir als Q1 sind ja auch so weit, dass wir das Homeschooling gut beherrschen, dass man mit uns digital viel arbeiten kann. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum die Q1 und die Q2, aber Q2 verstehe ich schon eher wegen der Abi-Prüfung. Dass die Oberstufe wieder zur Schule kommt und kein anderer. Wir sind dann auf den C-Trakt geschickt worden, da sitzen wir auch diese Woche wieder. Und ja, dann ging es mit den Orientierungsschwierigkeiten los. Wo war nochmal C201? Wo war nochmal D004? Das Rumgerenne und das Suchen. Man hat sich gefühlt wie neu in der 5. Klasse. Also ich habe zumindest eine Woche mindestens gebraucht, bis ich mal wieder ansatzweise wusste, wo muss ich hin, wo habe ich welchen Unterricht. Weiß ich immer noch nicht. Ich habe mittlerweile so ein bisschen System. Und ja, dann ging es auch schon nach 5 Tagen Präsenzunterricht, glaube ich, auf die erste LK-Klausur. Ich glaube, die war direkt in der ersten Woche. Ach, Max, 5 Tage nach drei Tagen. Ja, montags ging es los, donnerstags kam die erste LK-Klausur. Das war natürlich eine Botschaft, wo ich mir dachte, ui, das wird witzig. Nee, war aber dann ganz okay. Wir haben natürlich dann auch nur das gemacht, was wir halt auch online gemacht haben. Wir haben vorher nochmal wiederholt und das war dann auch alles machbar. Nur es ist halt schon, ich finde es unverständlich und nicht nachvollziehbar, warum Q1 so schnell in Präsenz muss und warum dann auch direkt Klausuren folgen müssen. Also ja gut, damit sich mit Abi-Klausuren in Konflikt kommt, aber es war stressig. Vor allem in der Organisation, fand ich. Wie ging es dir da, Verena? Bevor ich dazu was sage, generell kann man zum Homeschooling bei uns sagen, dass die Regelung mit Montagsaufgaben und Freitagsabgeben nicht extrem schlecht ist oder dass sie die gerade auch verlängern können, die Lehrerin. Weil ich habe bei manchen Schulen mitbekommen, dass, also eine Freundin von mir an einer anderen Schule, die meinte, sie kriegt die Aufgabe zugeschickt, wenn sie auch das Fach hätte. Also zum Beispiel hat sie montags in der zweiten Deutsch zum Beispiel, dann kriegt sie auch in dieser zweiten Stunde die Aufgabe zugeschickt und muss sie dann bis abends oder spätestens bis zum nächsten Tag abschicken. Und das so jeden Tag. Und das fand ich krass. Also, und nicht mal, dass man dann morgens die Aufgaben zugeschickt bekommt, sondern irgendwie nur, wenn auch das Fach wäre. Und das ist so sinnlos einfach. Man möchte das so Präsenzunterricht und Digitalunterricht so ähnlich machen, aber es ergibt gar keinen Sinn. Und das war für sie sehr stressig und sie fand das nicht gut, weil letztes Schuljahr war die eine andere Regelung, nämlich so wie bei uns jetzt. Und sie hat das nicht ganz verstanden. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so, oh,
Das macht unsere Schule das aber wirklich gut. Also wirklich, da kann man die auch loben. So, Definitiv. Unsere Schule macht einen guten Job. oder da hat eine andere Freundin erzählt, dass ihre Schwester irgendwie Aufgaben bekommt. Und zwar, wenn das Fach wäre, wie bei der anderen Freundin, aber auch, man hat so eine Stunde das Fach, ne, muss dann diese Aufgabe dann bearbeiten und dann abgeben auch. Zum Beispiel hast du um 1 Uhr Deutsch, machst das bis 14 Uhr und gibst dann ab. Und das ist auch heftig. Also da bin ich echt froh, dass wir sowas nicht haben, weil, also wirklich. Aber genau, wie war denn jetzt wieder Präsenzunterricht? Ja, erstmal wieder Unverständnis, weil die Zahlen, ja, waren nicht so viel besser. Und die fing, aber es wurde ein bisschen besser und dann fing es immer wieder an anzusteigen, sozusagen. Und Und die Mutation kam ja auch noch. richtig. Und dann hat man es nicht verstanden, es war so ungewohnt, erstens wieder in der Schule zu sein. Dann hatte man das Hauptgebäude nur für sich. Du hast keine Kinderstimmen gehört, keine Schülerstimmen, Schülerinnenstimmen. Nur die Q1 und die Q2 war ja im anderen Gebäude. Und es war so, was ist ja eigentlich? Das ist, also kennt man die Schule nicht. So. Und so leer war es eigentlich auch damals in der EF, als wir wieder zur Schule gingen. Und dann warst du da und ja, weißt du, wusstest nicht, wie du dazu stehen solltest, dass du zur Schule musst und dass man uns. Ah ja, man hat uns ja im Jahr auf Distanz gesagt, dass ein Klausurplan steht und die eigentlich warten, was NRW sagt. Und da hat man uns gesagt, wir schreiben Klausuren und alle waren einfach nur schockiert. Du warst im Lernen auf Distanz und dann hieß es, ey, in 2 Wochen, ey, wenn wir wieder zur Schule gehen, müssen wir leider Klausuren schreiben und LK-Klausuren. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich meine, erstens, ich muss sagen, Homeschooling und Lernen ist sehr schwer. Das habe ich gelernt in der Quarantäne, als ich meine Klausuren schreiben musste und die erste LK-Klausur haben wir in der Woche geschrieben, als sie wiederkam. Das heißt, du musstest früher anfangen zu lernen. Also, ne, ist ja logisch. Und es war sehr anstrengend, sehr schwer und nicht nachvollziehbar. Dann saßst du da wieder. Wie auch jetzt, haben wir ja einen zweiten Raum. Das heißt, der Lehrer und die Lehrerin kann es aufteilen oder müssen es jetzt auch aufteilen. Und dann sagen die, hey, wir würden mehr schaffen, wenn wir es digital hätten, eine Videokonferenz machen würden. Dann ist das alles so nicht nachvollziehbar. Und dann mit den Und dann schreibst du Klausuren und dann hatten wir dann auf einmal, wir waren ja die ganze Zeit in der Schule und dann 2 Wochen vor den Ferien kamen ja alle Stufen wieder, aber im Wechselmodus und wir ja auch damals. Und dann zu Klausuren konnten auch die andere Hälfte kommen und das verstehe ich halt nicht. Und warum wir auch diese Klausuren so dringend schreiben mussten und wir haben in manchen Fächern nur über Sachen aus dem Digitalen geschrieben und das war sehr schwer. Also es war sehr anstrengend und man war sich sehr unsicher. Wir haben die erste Klausurenphase jetzt gemeistert. Bald kommt die nächste. Und dann Und kommen da, Ferien. ja, Max, die letzte Klausur Ein schreiben wir. Licht am Ende des Tunnels. Ja, und deswegen, da kann ich Max einfach, also seine Ansicht einfach nur teilen. Und ja, und jetzt, wie ist es jetzt nach den Ferien? Die Zahlen, es wird einfach nicht besser. Und dann werden die Schulen in Distanz geschickt, Unterricht. Aber nicht die Abschlussklassen. Also EF, dieses Jahr wird EF, ne, die sind wenig in der Schule, schreiben kaum was, so, obwohl die auch wie in der Oberstufe sind, es tut mir auch Ich für die leid, kann ich weiß gar auch nicht, wie nur die. betonen, EF tut mir wirklich richtig leid. Ich weiß auch gar nicht, wie die das dann lernen wollen. Ich meine, okay, ich verstehe schon, dass auch Jüngere, ich meine, für Jüngere ist es ja besser, zur Schule zu gehen. Also, oder natürlich, Präsenzunterricht ist besser als Distanzunterricht, klar. Aber wenn da du 20.000 Neupflicht zu hast, dann na, ist es so nicht, einfach nicht so gut und nicht zu verantworten, wie ich finde. Und dann, ne, und dann gehen alle jetzt auf Distanz, aber Q1 und Q2 geht zur Schule im vollen Umfang. Vor den Ferien und so hatten wir, also nicht vor den Ferien, als wir nur in der Schule waren mit der Q2 und nicht im Wechselmodus, hatten wir ein bisschen später Unterrichtsbeginn. Das heißt, morgen zwar mal wenigstens nicht mit diesen Leuten im Bus, aber dafür nach Hause gefahren sind. Und jetzt sind wir mit denen im Bus, weil wir normale Unterrichtsbeginn haben um 7:55 Uhr. Und warum? Es wird nicht besser. Und das Schlimmste ist, nächste Woche können wieder alle zur Schule, aber im Wechselmodus. Aber alle können zur Also ihr Schule. müsst wissen, wir Und nehmen es das hier wird. gerade in der Woche auf, wo ihr noch im Distanzlernen seid. Der Podcast wird ein bisschen später veröffentlicht. Deswegen Ja, seid ihr wahrscheinlich schon wieder okay. in der Schule oder halt auch nicht, wenn wir den Highscore knacken, ne? Habe ich ja schon am Anfang gesagt. Auch lächerlich. Früher 100 wollte man nie erreichen. War schon längst etwas ein Risikogebiet. Und jetzt unter 200, ich finde es nicht nachvollziehbar. Und wir müssen jetzt, wenn wir jetzt Wechselunterricht haben werden, Q1, Q2, okay, Q2 ist nächste Woche ein paar Tage in der Schule, dann war es das. Und wir haben nur noch ihr Abi.
So, deswegen haben wir Montag und Dienstag Distanzunterricht. Auch sehr schön, ich freue mich auf die Aufgaben. Und wir könnten voll im Umfang kommen, auch wenn wir noch einen zweiten Raum kriegen können. Dann haben wir im Bio, ja, wir könnten vielleicht einen zweiten Raum bekommen, aber der eine Raum ist im Oberstufengebäude, der andere Raum im Hauptgebäude und hin und her pendeln kann ich ja schlecht. Und denke ich mir so, ja, können sie wirklich nicht. So, und dann hört man das und was soll das eigentlich? Nur ich, und dann schreiben. Und man hat uns beruhigt, wir werden ganz normal Klausuren schreiben. Dankeschön. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht verstehen. Wir werden da als volle Stufe da sein. Und also man hätte uns dann wenigstens in Wechselunterricht schicken Ich muss können. aber auch sagen, Aber sorry. Ich muss aber auch sagen, wir sind in Dortmund ja noch ganz gut dran. Mülheim an der Ruhr, Stürum zum Beispiel, kennt wahrscheinlich hier kaum wer. Hat zum Beispiel eine Inzidenz von 425 gehabt den letzten Tag. Und da muss man auch in vollem Umfang in der Q1 zur Schule. Und das ist natürlich dann noch kontraproduktiver, wenn du da den Highscore schon überschritten hast, weil das neue Gesetz nicht in Kraft ist. Und das ist dann noch kontraproduktiver, wenn du mit 80 Leuten sitzt und Klausuren schreibst. Das ist also nicht nur ein Problem an unserer Schule, es ist ein Problem im gesamten Land. Und das Und sorgt dann. halt auch noch mehr für Unverständnis. Zum Beispiel hatten wir auch die Debatte im Wechselunterricht, da waren wir gerade drin und da kamen die Jüngeren auch wieder zur Schule. Da wurde ja von unserem Oberbürgermeister gesagt, jo, die Zahlen steigen, wir machen die Schulen dicht. Und das Land so, nö, das macht ihr nicht. Und da hast du ja auch gedacht, Leute, wir leben in Zeiten von Mutation, wir haben immer mehr Fälle. Warum? Das kann man nicht logisch erklären für mich. Also. Besonders unser Oberbürgermeister meinte, hey, die Kinder werden fünfmal jetzt zur Schule gehen innerhalb von 2 Wochen. Da kann man noch Distanzunterricht machen. Und dann hat NRW nö gesagt und das hat auch keiner verstanden. Natürlich war es hin und her. Und ey, keiner weiß, was hier gerade irgendwie los ist. Und ja, ich kann es nicht verstehen. Und man merkt halt einfach, also ich verstehe, warum Bildung wichtig ist. Und wir sind ja auch eher für, wir sind ja natürlich für Präsenzunterricht, aber bei diesen Zahlen hat man halt, versteht man das nicht. Und man merkt dann halt wieder, also besonders nicht, jetzt ist nicht mal, sind nicht mal die Grundschulkinder in der Schule, sondern wirklich nur die Abschlussklassen. Und man merkt dann wieder, was wichtig ist und was nicht. Und ich weiß, Bildung ist wichtig, wobei Bildung ist wichtig, vielleicht nicht so, wie das unser Schulsystem das macht, aber Bildung ist schon wichtig. Und dann merkst du, dass so Klausuren vor die Gesundheit gehen. So, du musst jetzt diese Klausur schreiben, weil Abitur und weil irgendwas Gesetzliches oder so und keine Ahnung. Und das ist so nicht nachvollziehbar. Und klar kann das klingen, oh, ihr wollt die Folge Klausuren drücken. Nee, ich will mein Abi doch auch schaffen und vorbereitet sein. Aber ich will mich doch nicht anstecken. Ich will doch nicht jemand anderen anstecken. Ich möchte nicht meine Familie anstecken. Ich möchte nicht in Quarantäne landen. Ich war in Quarantäne und das war so anstrengend zum Nacharbeiten. Das möchte ich halt alles nicht. Und außer im Distanzunterricht kann man es nicht anders vermeiden. Aber ha, die Kleinen, die auch das gerade brauchen, die Grundschulkinder oder so, die sitzen jetzt zu Hause und die Eltern sind überfordert. Bei uns müssen die Eltern nicht anklopfen und sagen, hey, macht eure Aufgaben. Aber bei den Jüngeren schon. Und können wir halt nicht verstehen. Und deswegen, das ärgert uns, glaube ich, jetzt am meisten. Und wir sorgen so für Unverständnis. Und ja, wir hoffen, dass es besser wird. Also ich möchte nicht, dass die 200 geknackt wird. Ich möchte am liebsten, dass die Inzidenz runtergeht. Und dann gehe ich auch gerne voll Kursstärke zur Schule. Aber es muss verständlich sein. Und dann kommt die Gebauer an. Ja, warum waren die Schulen denn jetzt zu? Angeblich wegen Ostern. Aber es hat sich jetzt in der einen Woche nichts verbessert. Und dann sagen, gibt es manche Leute, die sagen, das haben die nur zu gemacht, weil es keine Tests gab. Hundertprozentig. So, und diese Tests, diese Schnelltests und auch solche Sachen, das ist gut, dass wir das jetzt haben, auch zweimal die Woche. Aber Schnelltests sind sehr fehleranfällig. Und die sagen nur, in diesem Moment bist du nicht ansteckend, vielleicht. Und das ist so natürlich besser als keine Tests. Das finde ich auf jeden Fall. So, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es einfach besser wird mit den Zahlen. Aber irgendwie hört man jeden Tag, dass es neue Infektionen gibt. Und Dankeschön, dass wir nächste Woche auch wieder Sport haben. Kann man auch, wir können keine Literatur haben, so, aber wir können Sportunterricht haben. Und das ist so, verstehen wir nicht ganz. Das ist natürlich am besten draußen, aber es ist jetzt, wie ich finde, noch recht kühl, um jetzt draußen Sport zu machen. Und irgendwie im Massensport ist auch anstrengend und dann auch, es wird falsche Schwerpunkte gesetzt, wie ich finde. Oder in manchen Fächern so Aufgaben, wo man es nicht, also wir hatten noch eine Sportaufgabe, ob das jetzt so richtig ist, kann man sich drüber streiten. Ja, also ihr merkt, wir sind da, gerade in diesem Schuljahr, gerade wenn man in der Q1 ist und
quasi, man hört so, okay, man soll zu Hause bleiben, aber ihr geht jetzt bitte vollständig zur Schule oder wir, bitte hier, man lässt uns jetzt nur 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn rein, damit man draußen ist. Das kann ich verstehen, das ist sinnvoll. Aber draußen stehen alle in einem Haufen. Und das ist okay. Aber Hauptsache, wir stehen nicht innen in einem Haufen. So, natürlich hängt es auch von den Schülern ab. Natürlich müssen die dann auch auf die Regeln achten. Da können, was sollen, ne? Aber ja, viel Unverständnis, wie ihr merkt. Wir wissen auch nicht so ganz, wie wir das, was wir jetzt so davon halten sollen. Und ja, meistens Aber wird wir zu einem freuen uns auch auf Professoren. eure Meinung und wir können gern nochmal in einer Podcast-Folge auch noch mit weiteren Leuten nochmal über dieses Thema diskutieren. Wir haben ja seit neuestem, dank Herr Raguse, auch eine E-Mail-Adresse, nämlich podcast@bertbrechtgymnasium.de. Und wenn ihr nochmal Lust auf eine Folge habt, in der wir über das ganze Homeschooling-Theater und die Corona-Pandemie nochmal diskutieren in einer offenen Runde, vielleicht auch mit Schülern von anderen Schulen. Ich hätte da zum Beispiel jemanden aus Duisburg, der da noch gut berichten könnte. Lasst es uns wissen. Wir können das gerne einbauen, schreibt uns da eine E-Mail an podcast@bertbrechtgymnasium.de. Ich fände es auch interessant, also nur wenn ihr Lust und Zeit habt, wie ihr eigentlich die Lockdowns wahrgenommen habt, weil ihr kriegt jetzt ja so nur Q1er Meinung, unsere Meinung so. Ich meine, auch in der Q1 gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich fände es eigentlich interessant, wie es bei euch war, auch vielleicht aus verschiedenen Stufen so. Wenn ihr wollt, also wir können es auch dann an, also könnt ihr uns das gerne schreiben und wir können es auch anonym dann vortragen, einfach hier gerne. Oder wenn ihr sagt, ich möchte im Podcast dabei sein, das machen könnt ihr uns dann gerne auch schreiben. Wir werden auch, also keine Sorge, ihr werdet ja auch noch andere Stimmen hören. Wir werden es auch noch mit anderen Schülern unterhalten und so. Aber ja, das kommt mit der Wir Zeit, werden ne? auch Also, nach dieser Folge ja. nochmal eine Umfrage rumschicken, in der ihr uns auch Feedback geben könnt. Das heißt, wie euch das Format bisher so gefällt und was ihr vielleicht noch als Verbesserungsvorschläge seht. Deswegen. Sonst aber haben wir, glaube ich, für diese Folge alles Genau. abgearbeitet. Ich glaube, weil kein Thema wird nur einmal vorkommen. Also wir können auch bei Oberstufe und sowas gerne häufiger reden, auch über Projektkurse oder Auch sowas. Debatten, wenn Schreibt ihr uns. Debattenvorschläge, ob man eine Debatte hören wollt, das kriegen wir auch hin. Da können wir genug Gäste Schreibt uns holen. das. Also, wir Genau, sind schreibt offen uns für alle das, dann werden wir Vorschläge. Wir darüber werden auch reden. eure Vorschläge konsequent weiter umsetzen. Aber wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse könnt ihr uns jederzeit schreiben. Wir antworten auch, wenn wir reingucken, relativ zügig. Also, ich versuche immer täglich reinzugucken. Ich glaube, Verena macht das genauso. Ja, ich habe jetzt 3 E-Mail-Adressen auf meinem Handy, also ich werde Ich habe immer sieben. reingucken. Ja, wir antworten euch immer relativ Genau, zügig. und das war es eigentlich für diese Folge, glaube ich. Wir haben ja nichts mehr, Ne, wir oder? sind soweit durch. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in der nächsten Folge wieder Gesellschaft leistet. Dementsprechend macht's gut. Bis zum nächsten Mal.